dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Spielerpräsentation des HC Erlangen mit unserem Neuzugang Dominik Mappes. Dominik spielt aktuell noch für den TV Hüttenberg und wird ab der kommenden Saison dann Teil des Teams des HC Erlangen werden. Er hat hier einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und neben Dominik begrüße ich auf dem Podium natürlich noch unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Cheftrainer Adelstein Ejofsson. In diesem Fall geht heute die erste Frage an unseren Geschäftsführer. René, was hat den HC Erlangen dazu bewogen, Dominik Mappes zu verpflichten? Ja, erstmal an Dominik, herzlich willkommen hier in Nürnberg. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Noch viel schöner und mehr freut es uns natürlich, dass du in der neuen Saison das Trikot des HC Erlangen tragen wirst. Ich glaube, über Dominik Fähigkeiten müssen wir gar nicht mehr viel sagen. Allein die Nominierung im Januar ins All-Star-Team hat schon gezeigt, dass auch seine Fähigkeiten der ganzen Bundesliga nicht verborgen geblieben sind. Er hat nach wie vor, und wir reden ja hier schon knapp vor Ende der Saison, die zweitmeisten Assists der ganzen Bundesliga hinter dem Weltstar Andy Schmid. Zudem ist er sehr torgefährlich und hat einfach eine für sein junges Alter, ich meine, wir reden hier bei einem 23-jährigen Spieler, eine große Abgeklärtheit in seinem Spiel. Auch Drucksituationen kann er hervorragend lösen und ja, ist einer der Gründe, warum auch der TV Hüttenberg eine für seine Verhältnisse so starke Saison spielt. Und natürlich auch bedingt durch Adli, der ihn in den Zeit jahrelang geformt hat, hat er sich stetig weiterentwickelt und einfach auch auf konstant hohem Niveau jetzt bewiesen, welche Qualität und Fähigkeiten er hat. Natürlich wollen wir uns alle gemeinsam noch weiterentwickeln, aber Dominik zeigt jetzt schon aufgrund seiner Spielweise, dass er uns da in der neuen Saison sehr weiterhelfen wird. Und ja, wir freuen uns alle sehr natürlich auf die gemeinsame und hoffentlich auch erfolgreiche Zeit und wünsche dir natürlich hierfür auch alles Gute. Adli, du kennst Dominik jetzt schon seit fast 3 Jahren. Was schätzt du an ihm als Spieler am meisten? Ja, René hat schon da viel gesagt, das passt eigentlich alles dahin. Ich schätze, dass Dominik einfach bei jeder Aufgabe, die er bekommen hat in den letzten 3 Jahren, ist er gewachsen und hat sich immer wieder gesteigert. Und ich glaube, die Ende der Fahnenstange ist da nicht erreicht. Und deshalb glaube ich, dass er bei neuer Aufgabe hier auch diesem Prozess machen wird. Und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit, eben dabei zu unterstützen und helfen. Dominik hat sehr hart an sich gearbeitet in den letzten Jahren und ist verdient dahin gekommen, wo er jetzt ist. Und ich freue mich einfach, ihm weiter zu begleiten und unterstützen und helfen, Dominik auf diesem Weg zu gehen. Dominik, was hat dich dazu bewogen, nach Erlangen zu kommen? Ja, erstmal schönen guten Tag natürlich von meiner Seite. Ich bin froh, heute hier zu sein. Nach 18 Jahren Hüttenberg war ich einfach bereit und wollte einfach eine neue Herausforderung haben. Dann kamen die Gespräche mit Erlangen, die sehr, sehr positiv waren. Alles hat mich sehr angesprochen. Das Projekt HCE passt sehr gut für mich. Zum anderen natürlich, dass auf meiner Position auf der Rückraummitte mit Michael Haas und mir zwei Leute nur sind. Das war natürlich auch eine Bedingung von mir. Michael ist, denke ich, ein sehr erfahrener Spieler, von dem ich auch noch lernen kann. Und deswegen freue ich mich ab Juli dann mal ein anderes Trikot zu tragen. So, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Dominik, es war ja davon zu hören, dass du mehrere Angebote hattest aus der Bundesliga. Was hat dann letztlich den Ausschlag gegeben? Hat ja wahrscheinlich auch stark zu tun mit der Person Adli. Ja, ich glaube, Adli und ich kennen uns sehr gut. Wir hatten viele Erfolge zusammen. Keine Frage war das natürlich ein Mitgrund, aber ich denke nicht der Hauptgrund. Zum einen muss man natürlich auch die Erlanger Mannschaft sehen, die ja ein Riesenpotenzial hat mit sehr vielen deutschen Spielern, was, glaube ich, auch sehr gut zu mir passt und das, was ich auch wollte. Und das waren so die Hauptgründe dann. Wenn man nach 18 Jahren einen Verein verlässt, ist das sicherlich nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Wie sind jetzt diese oder wie sind diese letzten Wochen oder wie laufen diese letzten Wochen jetzt ab? Ist es so ein bisschen ein langsames Verabschieden? Tut es auch irgendwie ein bisschen weh, den Verein zu verlassen nach 18 Jahren? Ja, ich glaube, die Entscheidung war auf gar keinen Fall einfach. Ich bin seit den Minis war ich beim TV Hüttenberg und ich habe dem Verein sehr, sehr viel zu verdanken, keine Frage. Der TV Hüttenberg ist der Grund, warum ich hier heute sitzen darf. Und deswegen also vorneweg vielen Dank
an meinen alten bzw. noch Verein. Aber klar, momentan sind wir noch voll im Abstiegskampf. Der Fokus liegt da voll auf den TV Württemberg, dass wir unsere Ziele noch erreichen können. Und ja, natürlich wird es beim letzten Spiel vorm Einlaufen bestimmt sehr emotional. Beim Spiel kann man das auf jeden Fall ausblenden. Aber klar, die letzten Wochen werden sehr, sehr emotional. Die Frage um Michael Haas haben Sie mir schon gestohlen. Sie haben gesagt, dass Sie von ihm auch lernen wollen und absolut, ja, sicher auch können. Seit Bekanntgabe, dass Sie den Verein wechseln, wie haben die Fans reagiert, wie hat das Umfeld reagiert? Ich weiß nicht, ob Sie in Hüttenberg Brötchen kaufen. Ja, kaufe ich. ja, also nein, es war sehr, sehr positiv. Es sind sehr viele Leute zu mir gekommen und haben mir gratuliert für diesen Schritt, können das absolut nachvollziehen und verstehen. Und also ich habe kaum was Negatives mitbekommen. Es wird Ihr allererster Vereinswechsel. Wie stellen Sie sich das vor, was auf Sie zukommt? Ein bisschen Bammel vielleicht auch, eine ganz neue Mannschaft kennenzulernen, ein neues Umfeld kennenzulernen. Sie haben ja da überhaupt keine Erfahrung eigentlich. Kann das ein bisschen die, sage ich mal, den reibungslosen Übergang ein bisschen hemmen, dass man sich erst einleben muss? Das weiß ich nicht. Also ich freue mich sehr auf diese neue Erfahrung, mal was anderes zu machen, was Neues kennenzulernen. Ich glaube, dass ja, damit kann ich auch ein wenig reifen, mal was anderes zu sehen. Und ja, ich glaube, hemmen glaube ich nicht. Ich kenne viele Jungs schon aus der Mannschaft. Habe mit Nico Büdel zum Beispiel einen sehr, sehr engen Kontakt. Und deswegen habe ich da jetzt keine Befürchtung, da nicht anzukommen. Was machen Sie, magst du nebenbei, die meisten oder viele der Mannschaft studieren, ja. Mhm. Ist das bei dir auch der Fall oder spielt sowas auch eine Rolle? Ich habe neben Handball in Hüttenberg habe ich eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Aktuell arbeite ich da auch noch nebenbei, aber ab Juli werde ich mich dann voll auf den Handball konzentrieren. Adli, Dominik hat ja gerade gesagt, er ist quasi Bedingung gewesen, zwei Mittelspieler in der Mitte. Heißt es, dass Nico jetzt praktisch, der ja auch als Spielmacher in dieser Saison eingeplant war, eingesetzt wurde, auf die Halblinke rückt? Der wird natürlich Obergängle beides, wie auch Dominik selbst, wird dann beide auf Mitte und Halb spielen. Also das wird sich einfach nach Leistung halt natürlich zeigen. Wir haben momentan fünf Rechtshänder auf die Position und wie die Verletzungssituation und wie die Fluktuation des Spielers dieses Jahr war, ist das, glaube ich, auch mittlerweile notwendig, um so eine Saison zu bestehen. So die Frage genau zu antworten, dann ist die Antwort jein. Gibt's noch weitere Fragen? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen sonnigen Nachmittag und ja, wir sehen uns dann bei dem nächsten Heimspiel am 20. Mai wieder hier gegen die Rhein-Neckar-Löwen.